Vielen Dank an das Klezmer-Duo Bielefeld, Lothar Henken-Johann auf der Klarinette und Jürgen Wiese am Kontrabass. Klezmer-Musik, das heißt also jiddische Folklore. Was fasziniert Sie daran so besonders? Also diese Musik hat verschiedene Elemente und für mich sind gerade das Nebeneinander von traurigen Melodien und sehr fröhlichen, wie wir gerade gehört haben, mitreißenden, ist eigentlich so das Entscheidende. Das ist Musik, die so zu Herzen geht und von Herzen kommt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Sie hat hier schon begeistert, wie wir gerade feststellen durften. Was für Reaktionen gibt es denn aus dem Publikum? Geht das wirklich dahin, wenn es ganz melancholisch wird, dass es zu Tränen rührt? Na, soweit habe ich die Reaktion bisher noch nicht erlebt, aber man berührt das Publikum doch schon sehr und das Publikum merkt schon, welche Gefühle die Musik rüberbringt und trägt. Wie Jürgen schon sagte, vor allem traurige und auch sehr fröhliche Sachen, wie es auch der jiddischen Kultur sehr eigen ist. Eben halt sehr schmerzvoll, aber auf der anderen Seite auch sehr lebensfroh und nicht aufgeben und immer weitermachen. Herzlichen Dank auf jeden Fall für den Besuch heute hier bei uns im Studio. Dankeschön an das Klezmer-Duo Bielefeld.